Herzlich willkommen zu Junges Netzwerk Kompakt. Mit dieser Real-Serie möchten wir unser Publikum in Deutschland über die Lateinamerika-Aktivitäten der Stiftung Verbundenheit und ihrer Partner informieren. Mein Name ist Nico Weda und das ist in der letzten Woche alles passiert. Anfang Juli fand ein Arbeitstreffen zwischen der Koordinatorin des jungen Netzwerkes in Bolivien, Maya Medina, und dem deutschen Honorarkonsul in Santa Cruz, Jens Heimat, statt. Hierbei ging es um die Auswirkungen der Bürgerdiplomatie in der Gesellschaft sowie kommende Projekte, die gemeinsam realisiert werden. Zum Beispiel die Expo Cruz, das Deutschcamp, das Oktoberfest und viele mehr. Servus Deutsch ist eine Initiative des Jungen Netzwerkes und der Stiftung Verbundenheit, welche die kulturelle Kommunikation zwischen Deutschland und Lateinamerika durch das Erlernen der deutschen Sprache fördert. 13 Teilnehmende aus 7 lateinamerikanischen Ländern haben dieses Projekt nun erfolgreich mit dem Grundniveau Deutsch abgeschlossen. Dazu herzlichen Glückwunsch! Im Deutschen Club Buenos Aires fand ein weiteres Kammerkonzert statt. Bei dieser schon 4. Ausgabe trat das Orquesta del Campus Musical de Buenos Aires unter der Leitung von Juan Klaas auf. Für kommende Woche ist übrigens schon das nächste Konzert geplant. Am 24. Juli wird das Gitarrenduo Saldaña Bravo im Deutschen Club auftreten. Und zum Schluss eine Empfehlung. Das herausragende Kulturprojekt In neuen Welten, ein Theaterstück, das die abenteuerliche Reise Alexander von Humboldts und Aimé Bonpland in Szene setzt, ist nun auf dem YouTube-Kanal der Stiftung Verbundenheit anzuschauen. Und zwar nicht nur einmal. Sie können zwischen den 4 Auftritten in Havanna, Caracas, Buenos Aires und Bayreuth auswählen, die alle online zur Verfügung stehen. Und das war erstmal alles. Zumindest bis zur nächsten Woche. Dann halte ich euch wieder auf dem Laufenden bei Junges Netzwerk Kompakt.